Es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. Da kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten? Jesus antwortete, geht in die Stadt zu einem Mann, den ich euch nenne. Richtet ihm aus, der Lehrer lässt dir sagen, die Zeit, die Gott für mich bestimmt hat, ist da. Ich will bei dir das Passamahl feiern, zusammen mit meinen Jüngern. Die Jünger machten alles so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte, und sie bereiteten das Passamahl vor. Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den 12 Jüngern zum Essen nieder. Während sie aßen, sagte er zu ihnen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren tief betroffen. Jeder einzelne von ihnen fragte Jesus, doch nicht etwa ich, Herr? Jesus antwortete, der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben. So ist es in der Heiligen Schrift angekündigt. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren worden. Da sagte Judas, der ihn verraten wollte, zu Jesus, doch nicht etwa ich, Rabbi? Jesus antwortete, du sagst es. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage ich euch. Ich werde von jetzt an keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinken werde. Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalmen. Dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Moin zusammen. Für die, die mich nicht kennen oder die mich ohne Bart nicht wiedererkennen, ich bin Michael Steinmeier, Pastor in Wagenfeld. Es ist Abend geworden in Jerusalem. Nur die engsten Freunde sind dabei zum letzten gemeinsamen Essen mit Jesus. Tatsächlich erzählt die Bibel an dieser Stelle von nur 12 Männern. 12 von den vielen Frauen und Männern, die sagen können, Wir sind mit Jesus unterwegs. An diesem Abend geschieht etwas Besonderes. Jesus teilt Brot und Wein mit ihnen. Er sagt, das ist nicht nur ein Schlückchen Wein, das ist nicht nur ein Stück Brot, das bin ich selbst. Wenn ihr das teilt und dabei an mich denkt, bin ich bei euch, auch wenn ihr mich nicht mehr sehen könnt. An diesem Abend in Jerusalem entsteht das, was wir heute das Abendmahl nennen. Wir teilen Brot und Wein oder immer öfter Traubensaft miteinander und vertrauen darauf, Jesus ist da. Wir sind seine Gäste. Und da ist es egal, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst, du und der Mensch, den du liebst. Da ist es egal, welche Farbe deine Haut hat und welche Sprache du sprichst. Da bringst du das mit, was dich freut und was dir Kummer macht. Und auch das, wovon du sagen musst, da bin ich selbst schuld. An diesem Abend, am Gründonnerstag, feiern wir das Abendmahl normalerweise im Gemeindehaus, sitzen dabei um einen großen Tisch. Ehrlich gesagt, letztes Jahr war ich völlig sicher, dass das in diesem Jahr wieder gehen würde. Nun wird wohl doch nichts draus. Schade eigentlich. Denn gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit wäre es doch wichtig, dass wir uns stärken lassen durch die Gemeinschaft, miteinander und mit Jesus. Es hilft mir, wenn ich auf diesen Abendmahlstisch gucke, hier im Bibelgarten. Diese Steine und diese Konfis zeigen mir, ich bin nicht allein. Denn
Wir sind mit Jesus unterwegs.